Hallo und ein herzliches Willkommen zu einer neuen Folge Bloons Tower Defense 6. Heute gehen wir mal rein in einen frischen Lauf. Ich bleib mal bei Etienne. Wir machen heute mal, was machen wir denn? Ich habe Lust auf eine kurze, oder ja, Lust, ja. Ich muss eine kurze Runde machen. Weil wegen Ditho. So. Setzen wir ihn mal dahin. Und ihn hier setzen wir dahin. Und dann gehen wir mal direkt hier so rein. Ah, so. Wollen wir mal schauen. Das sieht doch wunderbar. Ja, für den Anfang ganz gut. Für den Anfang ganz okay. Das sollte ich ja wohl schaffen, ohne irgendwelche Vorkommnisse. Let's go. Sehr gut. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. So, so, so. A great time. Ja, Etienne macht das so alles ganz gut, ne? Ich glaube, das ist Etiennes, Etiennes Map, ne? Wo die schön langsam hin und her. Da kann er ein paar Kills abstauben. Gegen die Bleibloons. Ich glaube, ich setze ihn hier mal. Machen wir mal ein bisschen was anderes. So. Ah, ich glaube, ich werde bald wieder Benjamin nehmen, damit ein bisschen mehr Income da ist. Mehr, noch mehr. Warte mal, war das eigentlich? Ja, das ist okay so. Ja, sieht doch bis jetzt ganz cool aus, ne? Wollen wir mal gucken, was kostet 17k? Ah. Na ja. Ich bleib doch. Ja, wir machen das erstmal so und dann schauen wir mal. Ah ja, der Reißnagelwerfer hat jetzt schon mehr Kills als Etienne. Also, ich weiß ja nicht. Ich weiß ja nicht, ob Etienne so gut ist. Setze ich den Bumerang-Affen? Wir machen den, komm. Dann gehen wir da drauf. Dann gehen wir auf schneller werfen.
Oh, er zieht jetzt auch schon gut an. 500, 600, 700, 800, fast 800 Kills. Wie sieht's bei... Oh, komm. So, so, so. Also für die Camo-Bloons ist Etienne ja perfekt, ne? Hm. Und das war's auch schon. Ausgezeichnet, geile Nummer, sag ich mal. Gut, dann haben wir das geschafft. Dann gibt's morgen wieder eine, ich glaube, eine längere Folge. Gucken, was ich da mache. Bis dahin, danke fürs Zuschauen. Gehabt euch wohl und ciao, ciao.